Jo Freunde, die Fortnite-Server sind wieder online. Das neue Update ist da und auch der Shop hat sich heute aktualisiert und ich habe was Neues bekommen. Oh ja, ich erinnere mich. Ah nee, das ist sogar noch was anderes. Das ist einfach ein neuer Backpack, der dazu gekommen ist. Okay, nehme ich doch gerne mit. Und zwar, Leute, hat sich der Shop aktualisiert. Es gibt mehrere neue Dinge, unter anderem dieses Paket hier. Und ich war ja letzte Woche zu Besuch bei Epic Games im Büro bei Fortnite Deutschland. Und sie haben mir einfach diesen Skin hier heute geschenkt, das gesamte Paket. Mega cool. Und da ich mir das jetzt nicht kaufen muss, werde ich das einfach an euch verschenken. Das heißt also, wenn ihr das Paket hier haben wollt, einfach mal euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben. Den Gewinner werde ich dann heute Abend auf meinem Instagram-Account bekannt geben. Auf Instagram heiße ich Snox, genauso wie hier auf YouTube, falls ihr mir dann noch folgen wollt. Und ich sehe schon, der hat richtig viele verschiedene Farben. Einmal in Blau, in Lila, in Grün und in Orange, oder? Gibt es noch einen? Nee, dann fängt es wieder mit Blau an. Okay, ich glaube, es sind vier verschiedene Farben. Dazu gibt es auch noch einen Backpack, so eine Sanduhr. Und ich denke mal, genau, die gibt es auch in den vier verschiedenen Styles. Gefällt mir eher auch, dass der Sand so eine Fließanimation hat. Und dann noch eine Hacke. Die hat aber keine mehreren Styles, aber schaut richtig fresh aus. Auch mit diesen Bandagen, die da so rumfliegen. Okay, hören wir uns mal den Sound an. Ja, also nicht schlecht. Und es gibt auch noch... Ah, man kann noch mehr Styles bekommen. Hey, mega cool. Ich denke mal, das werden bestimmt noch so vier weitere Styles oder so sein. Also nice, ey. Gefällt mir. Dann gibt es auf der rechten Seite gleich noch mehr neue Sachen. Ihr seht schon, die Fußballskins, die habe ich heute Morgen schon vorgestellt. Und den alternativen Raptor-Style, auch den habe ich ja heute Morgen schon gezeigt. Hier ist er. Mir haben auch ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass dieser neue Kürbiskübel-Backpack hier wahrscheinlich dann zu dem Raptor-Skin gehört. Ergibt doch irgendwie Sinn, weil auch der dieses Headset da aufhat. Das heißt, der Backpack wird wahrscheinlich zum Raptor gehören. Dann kommen wir schon zur rechten Seite und zwar zur ersten, also zur nächsten neuen Sache. Und zwar der Sturm Königsfaust und es schaut mal mega heftig aus. Okay, hören wir uns mal den Sound an. Auch ein mächtiger Sound. Coole neue Hacke. Überlebenskünstlerin habe ich vorhin gezeigt. Boxenstopp habe ich vorhin gezeigt. Und dann jetzt eine neue Musik. Dafür muss ich die Musik kurz wieder anmachen. Zack. Oh nein, das ist wahrscheinlich viel zu laut. So. Und zwar die Sturmkönigsmusik. Ja, ich glaube, die würde ich persönlich jetzt nicht so unbedingt spielen. Aber es ist mal ein bisschen was Epischeres. Also, heftig. Ey. Cooles Update. Oh nein, jetzt habe ich die andere Musik. Ich spiele ja immer ohne Musik. Genau, das hat sich heute alles im Shop aktualisiert. Um 14 Uhr heute kommt ja das große Halloween-Update. Und ich bin schon echt gehypt. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank auch nochmal an Epic Games, dass sie mir einfach dieses Paket hier einfach kostenlos geschenkt haben. Mega, mega cool. Grüße gehen da nochmal raus. War wirklich cool, auch mal bei Epic Games im Büro zu Besuch zu sein. Wirklich mega coole, mega cooles Unternehmen. Kann ich einfach nur supporten. Deswegen einfach vielen Dank an der Stelle. Und sobald ein neuer Shop online kommt, ihr wisst, ich gebe euch sofort Bescheid. Also lasst natürlich gerne ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meine Meinung zu den Sachen sagen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und auf die Endcard blende ich euch noch zwei Videos ein. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal hier drauf. Und bis dann. Tschüss.